Sein Tod legt einen tiefen Schleier der Trauer über das Jahr 2019. Am 30. Dezember stirbt der ehemalige Großstadtrevierstar Jan Fedder im Alter von 64 Jahren. Zurück lässt er seine Ehefrau Marion, mit der er seit dem Jahr 2000 verheiratet war. Ein Bericht der Bunte verrät jetzt jedoch, die Witwe hat schon einen neuen. Christian S. soll seit einiger Zeit den Platz an der Seite der 59-Jährigen eingenommen haben. Auch in der Öffentlichkeit hat sich das neue Duo bereits gezeigt. Die Men's World-Veranstaltung im Oktober 2019, 2 Monate vor dem Tod des Schauspielers, besuchen Marion und Christian schon gemeinsam. Doch wer ist der neue Mann an ihrer Seite? Das erklärt der Modeberater im Interview auf dem Event selbst. Ich habe 30 Jahre in der Luxusmode gearbeitet. In welcher Marke? Also ich habe Massimo Dutti für Deutschland aufgebaut. Massimo Dutti, den kennen wir doch alle. Ich habe Hermine Giresenia gearbeitet, habe große Marken aufgebaut, habe einen Online-Shop aufgebaut, bevor es an Amazon gegangen ist. Habe mich immer mit den Themen interessiert, die Männer interessieren. Also komme aus der klassischen Herren-Modewelt und habe ein Faible für alles, was schneller als 30 km/h fährt und alles, was gut schmeckt. Und das ist ja hier zu finden. Als Kosmopolit, wie er sich selbst bezeichnet, scheint er mit beiden Beinen fest im Leben zu stehen, auch wenn er es nicht immer leicht hatte. Nee, da wo ich heute bin, das war ein Weg, der natürlich auch mit Stein war, aber da wo ich heute bin, bin ich total zufrieden. Also sind Sie die beste Version von sich selbst jetzt? Die zufriedenste Version von mir selbst. Persönlich legt er dabei sehr viel Wert auf Ehrlichkeit und Anstand, wie er uns erzählt. Ich arbeite als Consultant, als Berater. Ja, jetzt kommt's. Und in der Mode auch, wie in anderen Themen auch, weil die Themen sind immer die gleichen, die Leute beschäftigen, um erfolgreich zu sein. Und ich glaube, wenn man gewisse Wertvorstellungen hat von Fleiß, Beharrlichkeit, Ehrlichkeit, Anständigkeit, speziell Hamburger Tugenden, und ich bin ja ein Hamburger Jung, und insofern sind das meine Tugenden und die Wertvorstellungen, die ich an jedes Geschäft, an jeden Partner habe. Das Strahlen von Christian S. beweist, ihm scheint es gut zu gehen. Ob sein Lächeln auch an seiner Begleitung des Abends liegen mag? Hinter ihm steht nämlich seine neue Herzensdame, Marion Fedder. Auch sie kommt aus dem Lächeln gar nicht mehr heraus. Das war noch vor dem tragischen Tod ihres Schauspielergatten. Jetzt kann ihr der Modeunternehmer in dieser schweren Zeit Halt geben.